mit Überlebenden sprechen. Yes, I was at Virinet. My family died there. My friends. It wasn't terrorists who destroyed my home, and it certainly wasn't the Republic. It was the Tal Shiar and their friends. But you don't have to take my word for it. Virinet has been abandoned since the attack. Go see what our Empress does to her people. Reisen Sie nach Virinet und finden Sie die Wahrheit über die Zerstörung der Kolonie hinaus. Sie haben mein Beileid. Auswahl löschen, Spam melden. Was? Was ist das? Gegenstände nehmen. Hä? Entfernen. Gegenstände nehmen. Sie müssen durch einen Briefkasten Zugang zur Post haben. Ah, okay, okay, okay. Vielen Dank, Nalbi. Vielen lieben Dank. wir beamen uns nach oben. Energie. Get from Both Trainer on Earth. Du musst ihn im Briefkasten abholen. So, fortfahren, wie du mir. Nö, wir suchen uns jetzt erstmal. Wir haben doch bestimmt hier. Ich bin gerade überlegen, Sekunde. Schiffsbrücke besuchen. Ja. Wir haben doch, glaube ich, auf unserer Schiffsbrücke in unserem Quartier haben wir doch einen Briefkasten, glaube ich, oder? Ich möchte auch mal Leute haben, die mir einfach sowas schenken. Wenn ich was übrig habe, dann schenke ich dir mal was. Vielleicht habe ich auf einem anderen Schiff noch irgendwas, ich weiß es gar nicht. Okay, er lädt gerade. Ja, vielen Dank, Nalbi, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Ich schaue es mir gleich mal an. Habe ich keinen Briefkasten auf meinem eigenen Schiff. Fang an zu streamen. Was? Ach so. Ach ja, ach ja, ach ja. Lalalala. So, jetzt lädt das. So. Ich weiß nicht, ob ich was auf meinem anderen Schiff habe. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich mal was übrig habe, dann kannst du gerne was haben. Aber. So, das nenne ich mal eine wunderschöne Brücke hier. Wo ist denn mein Quartier hier? Ich kenne diese Brücke gar nicht. Ist die... Nein, da ist der Turbolift, da will ich nicht hin. Das Schiffsinnere verlassen, Brückeneinladungen. Hier ist er. Habe ich auf Bibliotheksdienstoffiziere kontaktieren? Ich habe hier keine Post, oder? Habe ich keine Post hier? Auf Accountbank zugreifen. Habe ich hier nicht, weil ich bin kein Goldmitglied. Ich habe hier ohne Mist, ich habe hier keine Post. Dienstoffiziere kontaktieren. Aha, Koch. Ich habe einen Koch. Kulinarische Aushängeschilder. Zeigen Sie mir die Karte. Ach was, ich habe einen Koch? Das wusste ich gar nicht, dass ich einen Koch habe. Taktische Abteilung. Militärisches Briefing. Was? Ich stelle gerade fest, wie wenig ich eigentlich über dieses Spiel noch weiß. Das gab es aber, glaube ich, früher hier alles schon. Ich habe das bloß nie gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich bin so selten auf meine eigene Schiffsbrücke. So. Bibliothekdaten zugreifen. Da ist die Tyrell an der Wissenschaftsstation. Brückeneinladungen. Das Schiffsinnere verlassen. Ich muss mal den Kreuzer rufen. Du musst... So. Nee, ich kann auch den Dingens hier rufen. Ich kann die hier rufen. Die USS Azura. Mit SS Azura sprechen. Post. Keine neue Post. Gegenstände nehmen. Zack. Kleine Hilfe. Ach, hier noch. So. Okay.
fortfahren, wie du mir... Nö, machen wir nicht. Elisa Flores. So, Fähigkeiten. Nee, das war nicht... Ah, hier. Kanone, Streuser, Kanonenstreuser, Systemkanonenstreuser verbessert ihren nächsten Kanonenangriff. Feuert eine Kanonensalve mit einem kegelförmigen Schussfeld ab, wobei diese sich ihr Ziel zentriert. Okay. Wo ist denn eigentlich Taktik-Team 1? Hat die Taktik-Team 1 gar nicht? Ach ne, was kann ich hier ändern? Taktik-Team hier. Was ist das hier? Verstärkung. Taktik-Team. Zack. Lernen. Ja. Taktik-Team. So. Dann haben wir das. Dann rüsten wir Taktik-Team aus. Dann hier Angriffsmuster Beta. Strahlenbank überladen. Was macht ein Angriffsmuster Beta nochmal? Schadenswiderstand und Tarnungsdebuff. Strahlenbank Überladung. Wir haben eh bloß einen Phaser. Ich nehme Angriffsmuster Beta, oder? Ich nehme Angriffsmuster Beta, oder? Was ist besser? Ich weiß es gar nicht. Kanone Streusalve nehmen wir dann. Zack. Haben wir das gelernt. Dann packen wir hier Kanone Streusalve rein. So, Torpedo großflächig. Haben wir da unten noch. So, was haben wir hier noch? Kanone Streusalve 3. Moment, dann machen wir Angriffsmuster Omega. Aha. Beta. Dann machen wir hier Streusalve 3. Und hier machen wir Torpedo großflächig 3. Das heißt, die Quantentorpedos hauen wir drauf. Und hier machen wir, wie es im Chat schon steht, machen wir Angriffsmuster Beta. Zack. Das heißt, wir haben Taktikteam, Angriffsmuster Beta, Torpedo großflächig und Angriffsmuster Omega. Nee. Streusalbe brauchen wir hier. So, ich habe dir auch ein Turret geschickt, das sollst du mit dem Strahlendingens tauschen. Okay. Dann. Was? Das ist eine interessante Waffe. 340 Damage. Das ist ja schön. Moment, Sekunde mal. 333. Okay, ist interessant. 225, 433, 225. Dann fällt die Entscheidung relativ schwer. Einfach, meine ich. Oder warum ist das Damage per Second? 340, 333, 288. Was ist denn eigentlich besser, meine Frage, ganz offene Frage. Was ist denn besser? Der Schaden pro Sekunde oder der Einzelschaden? Was ist denn besser? Wäre mal eine spannende Frage. Ich habe den Turi geschickt, müsste das hier sein. 360 Grad Schussgeld, Phaser-Geschützturm. Cool. Recht herzlichen Dank. So, dann haben wir das. Was haben wir hier? Lehrbuch, Taktik-Team 1. Fähigkeiten. So, das müsste sie jetzt alles gelernt haben. Das heißt, der Kohles könnte noch Taktik-Team 1 lernen. So, dann machen wir hier, was haben wir? Torpedo-verstärkte Wirkung. Dann machen wir hier noch Taktik-Team 1. Ist nämlich immer besser, wenn man Taktik-Team 2 mal hat. So, kann man bei dem noch was lernen? Zack. Angriffsmuster Beta. Zack. Kriegt er auch Angriffsmuster Beta. Was haben wir hier noch? Ach, der hat hier schon Angriffsmuster Beta. Dann machen wir die Strahlenbank wieder. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Was ich würde zu den Quadface und den zwei, die ich dir geschickt habe, die haben mir Wumms. Warte mal kurz, wo bist du jetzt? Bei Serenity Prime, bin ich gerade. So. Was ist das hier? Lehrbuch Wissenschaft. Gefahrenemitter. Was ist denn Gefahrenemitter? Wissenschaftsteam. Ach ja, damit können wir die Schilde, glaube ich, dann regenerieren. Gefahrenemitter. Was ist das? Stärke Hüllenregeneration, geringer Schadenswiderstand, entfernt Gefahren-Debuffs. Ach so. Cool.
Wissenschaftsteam. Zack, haben wir noch was? No. So, das haben wir auch. Was haben wir hier noch? Was ist das hier? Angriffsmodul, harte Schläge. Okay. Na, jetzt sollte es doch dann mal laufen. Jetzt sollte es laufen dann. Du hast keine Strahlenwaffen mehr. So, ich würde zu den Quadface und den zwei, die ich hier geschickt habe, die haben mehr Wumms. Stimmt, das heißt, die Fähigkeit ist eigentlich obsolet hier. Ach so, Fähigkeiten. Das passt. So, Strahlenwaffe kann dann weg, weil ich keine Phaser mehr habe. Das stimmt. Was? Angriffsmuster Beta. Click Station and Load Default. Was? Default? What do you mean with Default? So. Ach, warte, Blödsinn, das ist ja gar nicht die Quad, die Quad-Kanonen. Nee, ich hab keine Quad-Kanonen. So, was? Locher will, akzeptieren, hier. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Haben wir noch irgendwelche Konsolen? Nee, ne? Konsolen haben wir gerade keine mehr da. So. Die sind, glaube ich, alle schlechte. 288, 300. Wir probieren es einfach mal, hätte ich gesagt. Wir probieren es einfach mal, die Mission zu starten. Mal schauen, was passiert. Halt, hier haben wir noch was. Abgeschlossen. Belohnung annehmen. Na gut, haben wir ein bisschen was noch mitgenommen. Click on Boff in Station. Hm? Stellt die Standardraumfertigkeiten, die in der Fähigkeitenseite des Brückenoffiziers ausgewählt wurden, wieder her. Ah, thank you very much. Thank you a lot. Okay. Okay. Gut zu wissen. Ah, ich kann das dann hier switchen. Okay. Thank you very much. So, fortfahren wie du mir. Haben wir noch was? Nö. So. Wird schon gut gehen jetzt, hoffe ich. So. Vielen Dank für den Chat. Chat. Thank you very much. So, Kurs nach Wirna gesetzt. Allerdings enttarnen sich romulanische Schiffe und rufen uns auf den Schirm. Your presence here is unauthorized. Furthermore, we have evidence that you had a role in the destruction of the IRW Rhea and the deaths of her crew. Lower your shields. Schade, dass es nicht beim ersten Mal funktioniert hat. Sir, hier gibt es auch ein Schiff der Romulanischen Republik. Wir werden gerufen. Auf den Schirm. You appear to have run afoul of the Tal Shiar. Do you require assistance? Nein, wir kommen damit schon klar. Ich möchte mal das Schiff-Setup jetzt ausprobieren, das neue. Oh oh. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt ein bisschen länger durchhalten. So, Taktikteam. Dann werden die Schilde mal ein bisschen automatisch balanced. Finde ich gut. Okay, das geht doch schon ein bisschen besser als vorher. Taktikteam, Angriffsmuster Beta. Alle Waffen, Feuer frei! So. Sir, ich empfehle, dass wir die Schildbarriere überqueren und das System verlassen, bevor die Verstärkung des Tal Shiar eintrifft. Einverstanden. Setzen Sie einen Kurs. So. Okay. Cool.
funktioniert viel, viel besser. Vielen Dank. So, Schildbarriere überqueren. So. Wir haben die Schildbarriere überquert und haben freie Fahrt voraus. Was? Ach, Menno wollte jetzt mitzocken. Ah, sorry, Ghostbooster. Sorry. So. Sind Sie bereit, nach Verna zu warpen? Ja. Kurs auf Virinan setzen. Maximum Warp. Much better. Yeah, definitely. Plenty of things changed in Star Trek Online, so well. Also hat sich echt viel verändert, muss man wirklich sagen. Wir haben das Virinan-System erreicht. Die Sensoren zeigen keine Anzeichen von Aktivität im System. Nicht einmal Satelliten. Dies war einst eine bevölkerte Welt. Die Sensorenstille ist unheimlich. Setzt seinen Kurs auf den Planeten. Voller Impuls in Richtung Planet. Wrackteile. Scannen Sie die Trümmer. Sir, die Trümmer scheinen von einem romulanischen Schiff zu stammen. Es ist alt, aber es hat einige heftige Energiewaffentreffer erlitten, bevor es zerstört wurde. Normalerweise bekommt man auf Agrarkolonien keine solchen Schlachten zu sehen. So, ich muss kurz niesen, Entschuldigung. So, da bin ich wieder. Wrackteile scannen. Sir, es scheint sich um Trümmer eines Schiffes mit unbekannter Konfiguration zu handeln, doch die Energiesignaturen stimmen mit den wenigen Informationen, die wir über die Elachi haben, überein. Die vergleichsweise geringe Zahl der Trümmerteile lässt darauf schließen, dass das Schiff nicht zerstört wurde. Was auch immer es war, es hat die Schlacht vermutlich überlebt. Dies könnte der mysteriöse Feind sein, von dem die Überlebenden reden. Könnte es der Elachi sein? Wir brauchen mehr Informationen. Zum Planeten fliegen. Kurs auf den Planeten setzen und in Standardorbit eintreten. Sir, ich entdecke ein Schiff. Moment. Nein, hier ist nichts. Muss ein Sensorecho gewesen sein. Guten Abend, Blockbuster. Sind Sie bereit, auf die Oberfläche zu beamen, Sir? Jawohl. Außenteam, sammeln Transporterraum 3 und Energie. Kann ich diesen Ladebildschirm eigentlich irgendwie, kann ich alle Updates eigentlich mal standardmäßig runterziehen? Das wäre mal sehr spannend. Dieser Ort wurde zerstört, Captain, aber die Zerstörung ist nur einige Monate her. Ich kann keine humanoiden Lebenszeichen orten. Allerdings gibt es einige Lebenszeichen von Insekten in der Umgebung. Wir sollten vorsichtig sein. Untersuchen Sie die Überreste der Virinat-Kolonie nach der Ursache der Zerstörung. Bestätigt. So. Ein komischer Käfer. Das schaut ganz gut aus. Oh. Haben wir Anomalien? Nein, gibt keine Anomalien. Nur ein Ziel, wo wir hin müssen. Der Kampf hier muss gewaltig gewesen sein. Sieht auf jeden Fall spannend aus hier. In den Ruinen dieser Kolonie. So. Weg mit dir. Feuer. Da ist irgendwas. Ich müssen glaube ich, Leichen untersuchen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, da haben wir eine Leiche. Hallo? Ja, zum Glück sind die Käfer relativ schwach. Es sieht so aus, als ob sie gerade eine Art Fest gefeiert hätten, als sie angegriffen wurden. Huch. Kolonisten scannen. Sir, obwohl diese Kolonistin durch eine Plasmawaffenentladung starb, scheint ihr Gewebe von einer Pilzsporen infiziert zu sein. Die Messwerte
Bioscanners ähneln denen der Messwerte der Gefangenen in Installation 18. Die Beweise dafür, dass die Elache hier involviert sind, verdichten sich. Nehmen Sie eine Probe.